Wir haben einen neuen Namen, Avori. Das klingt noch ungewohnt, aber sehr, sehr gut. Ich habe an der Idee des Namens weitergearbeitet und habe mich für ein Go-Oxy-Wit entschieden. So sieht es bei uns heute aus. Guten Morgen, mein Name ist Franziska Pohlmann. Ich bin Filmregisseurin und gemeinsam mit der Gründerplattform begleite ich auch in dieser zweiten Staffel wieder 10 Gründerinnen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. Wir kriegen heute Besuch bei den Drehtagen von LinkedIn. Gabi Wasensteiner und ihre Kolleginnen werden uns heute ganz viel zum Thema Netzwerken erzählen. Aber jetzt gibt es erstmal den Wochenrückblick. Lass uns sehen, was die Gründerinnen erlebt haben. Viel Vergnügen dabei. Hallo, ich bin Oksana von OxyFit und ich möchte die menschliche Bewegungsenergie in Strom umwandeln. Es ist Donnerstagmittag, ich mache mich auf den Weg zum Fraunhofer Institut EZM. Ich habe Ihnen neulich mein Pitch Deck zugeschickt und Sie haben gesagt, wir sollen uns unbedingt sprechen. Also, ich gehe jetzt los. So, ich glaube, ich bin vor Ort. Es ist ein Riesengelände. Ich werde mich auf die Suche begeben, sodass ich noch pünktlich ankomme. Bin mir nicht sicher, ob das hier ist oder da drüben. Ich schau mal. Ich bin jetzt fertig mit meinem Gespräch bei Fraunhofer EZM. Es war ziemlich spannend. Ihr Schwerpunkt ist leider auf der Zusammensetzung der Elektronik. Das heißt, wenn ich schon Technologie habe, könnten Sie mir weiterhelfen. Momentan bin ich ja noch nicht so weit. Ich habe aber ein paar sehr spannende Tipps bekommen. Also der Termin war sehr lehrreich für mich. Also alles, was man ein bisschen mitnehmen kann, nehme ich mit. So ist es auch heute geschehen. Deswegen bleibt es spannend. Ich werde mich weiter auf die Suche und die Recherche begeben. Tschüssi. Hallo, ich bin Oksana und ich möchte die Bewegungsenergie der Menschen in Strom umwandeln. Heute stelle ich mich nicht als Oksana von OxyFit vor. Heute stelle ich mich nicht als Oksana von OxyWit vor. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es gibt viel Verwirrung um den Namen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was ist eigentlich der Name? Und ich habe an der Idee des Namens weitergearbeitet und habe mich für ein Go-Oxy-Wit entschieden, geschrieben mit V wie Vital. Es bleibt spannend, aber Go ist eine Aufforderung. Also, ich bin Oksanerin. Ich bin Oksana, die Gründerin von Go-Oxy-Wit. Guten Morgen, es ist Sonntag, es ist 8.35 Uhr und ich verstoße heute gegen meine goldene Regel. Am Sonntag passiert nichts vor 11 Uhr, da ich mich mit Andreas treffe aus unserem Team, um unseren E-Learning-Kurs zu besprechen. Und der befindet sich gerade in Bangkok, das heißt bei ihm ist es nachmittags. Da ich aber noch einiges für den Termin vorbereiten muss, damit er nicht denkt, er ist umsonst dahin gekommen, bin ich ein bisschen eher heute aufgestanden und sehe zu, dass ich meinen Kram jetzt erledigt bekomme, dass wir gleich über unsere Produktentwicklung effektiv sprechen können. Gesagt, getan. Während Andreas sich durch Bangkok schlug, um zum Coworking Space zu kommen, saß ich an unserer Produktentwicklung und habe die ersten Inhalte formuliert und grobe Grundzüge eines E-Learning-Kurses erstellt. Dann haben wir das Ganze sehr ausführlich besprochen und geschaut, was die nächsten Schritte sind und wie viel Inhalt wir wirklich erzeugen müssen. Das ist mir nochmal sehr vor Augen geführt, wie viel Arbeit das wird in den nächsten Wochen und Monaten. Nichtsdestotrotz waren wir da optimistisch, dass wir das, auch wenn wir jetzt nicht viel Kapazität haben, an Ressourcen, an Stunden, an Menschen, die mitarbeiten, dass wir das auf jeden Fall bis zum Sommer hinbekommen wollen, dass unsere erste Form der Plattform steht. Sonst bestand die Woche mal wieder ein wenig aus Umzug. Wir haben ja zwei verschiedene Coworking Spaces, in denen wir immer mal wieder, wie es gerade sinnvoll ist, arbeiten. Und
Ja, da haben wir uns unser neues Büro angeguckt. Wir ziehen zwei Büros weiter. Angekommen im Büro, hier ist es wunderschön, im Green Hub OWL. Und das war unser altes Büro. Aber A, brauchen wir nicht so viel Platz. Und B, durften wir dort eine Weile, ich sag mal so, wir wurden gesponsert von dem Besitzer des Büros. Und hier ziehen wir jetzt demnächst ein. 1, 2, Philipp und ich. Und die Fibonacci. Hi, wir sind's von Feo sind. Ich bin Steffi. Und ich bin Alina. Ja, und diese Woche konzentrieren wir uns auf das Thema Social Media und Crowdfunding. Und beide Themen sind miteinander verbunden und dazu erzählen wir euch jetzt gleich mehr. Genau, wir haben hinter uns so eine grobe Social-Media-Planung erstmal aufgestellt und werden das noch ein bisschen finalisieren. Wir wollen verschiedene Kanäle bespielen, Instagram, Facebook, TikTok und dann gibt es natürlich noch LinkedIn und YouTube. Ich erkläre euch jetzt, wie ein Schwangerschaftstest aufgebaut ist. Da gibt es verschiedene Komponenten und wie die zusammenspielen, gucken wir uns mal an. Wir haben grundsätzlich drei Komponenten. Wir haben vorne den Probenaufgabebereich, da wird Urin draufgegeben und das Urin läuft über den gesamten Streifen. Hier haben wir den Ergebnisbereich und da findet die Ausbildung der Linien statt, das heißt, ob ich dann letztlich ein positives oder negatives Signal habe. Hinten haben wir nur einen großen Abfangbereich, der dazu dient, dass die Flüssigkeit überhaupt über den gesamten Streifen läuft. Für einen Schwangerschaftstest benötigt man verschiedene Antikörper. Das sind Moleküle, die ganz spezifisch ein anderes Molekül nachweisen können. Man kann sie auch auf einer Oberfläche anbringen oder mit einem farblichen Signalgeber versehen, um ein Ergebnis zu visualisieren. Man möchte HCG, das humane Schwangerschaftshormon, nachweisen. Das befindet sich in dem Urin einer schwangeren Person. Das Urin wird auf den Teststreifen aufgegeben und nimmt den ersten Antikörper mit dem roten Signalgeber mit sich durch beide Zonen. In der Testzone bindet das HCG, durch den zweiten Antikörper kann man das dann auch farblich erkennen. Hier haben wir also eine rote Linie für ein positives Ergebnis. Bei einer nicht schwangeren Person bildet sich hier keine Linie. In beiden Fällen haben wir aber eine rote Kontrolllinie, damit man sichergehen kann, dass der Test auch richtig funktioniert. Hallo, mein Name ist Oksana und ich bin von OxyFit. Heute mit kürzeren Haaren, aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist mein Schlüsselpartner. Warum ist das wichtig für mich? Ich brauche Leute, die tatsächlich auch an die Idee glauben und mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich brauche definitiv Forschungspartner. Finanzinstitute wären auch nicht schlecht. Jemand von der Produktion, wenn möglich auch Berater. So, ist es hoffentlich alles fest. Berater würde ich sogar sagen, Beraterverbände. So, jetzt gehe ich mal eine Ebene tiefer. Forschungspartner. Das ist eigentlich mein Navigationsplan. Mit wem kam ich schon in Kontakt? Wen möchte ich noch kontaktieren? So sieht das aus. Irgendjemand, der Elektrotechnik-Erfahrung hat oder Body Energy Harvesting oder Biomedical Engineering, hast du Lust, ein geiles Produkt zu entwickeln? Melde dich! Theoretische Elektrotechnik. Tada! Toi. Ich bin Steffi von Plants Energy. Noch Plants Energy, weil es ist, wir sitzen jetzt hier gerade bei uns im Besprechungsraum und Philipp und ich haben beide das Bedürfnis, dass wir nochmal über unseren Namen sprechen, weil er für uns irgendwie nichts ausgesagt hat. Und dann haben wir versucht, ein wenig kreativ zu sein, indem wir dann versuchen, einen passenden Namen für uns zu finden, mit dem wir uns identifizieren und der auch zu unserer Idee passt und vor allem zu unserem Warum. Wenn man sich so Zeit nimmt und versucht, kreativ zu werden, dann wandern die Gedanken natürlich auch überall hin. Somit hatten wir gelegentlich auch, sehr kreative Ansätze für einen möglichen Firmennamen. Vom Bild her am besten, weil also es geht darum, etwas zu beschleunigen,
schnell zu wachsen. Aber wenn du dir so ein Bild von der Entengrundseite anguckst, das sind ja auch alle so kleine dezentrale Inseln. Und wenn wir das übertragen auf unsere dezentralen Energiesysteme, finde ich das eigentlich ein ganz schönes Bild, oder? Ja, schön, dass ich oft beim Kunden bin und das erklären dann darf. Ich finde, wir sollten bei Entengrütze weiterdenken. Wir haben einen neuen Namen, Avori. Das klingt noch ungewohnt, aber sehr, sehr gut. Von daher freue ich mich darüber. Ich komme gerade aus Köln, war beim Kunden, oder potenziellen Kunden. Dort haben wir zwei Pilotprojekte besprochen. Und bin jetzt sehr, sehr müde. Deswegen sieht mein Gesicht gar nicht so fröhlich aus, wie es sein sollte. Denn ich stehe ernsthaft vor dem Büro des Notars, warte auf Philipp und gleich wird gegründet. Wir hatten es uns für vorgenommen, eigentlich bis Ende Januar. Das hat nicht ganz geklappt, aber auch diese Woche haben wir nicht mehr damit gerechnet. Und dann gab es doch noch einen freien Termin. Und dann wussten wir gestern Abend, dass heute gegründet wird. Jetzt gibt es keinen Schritt mehr zurück. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Termin, da gleich mal eine Unterschrift leisten zu können, damit wir offiziell handlungsfähig werden. Also wir sind wieder einen Schritt näher dran. Und ja, ich freue mich. Philipp bestimmt auch. Den sehen wir gleich. Vielleicht hätten wir den Gesellschafterbeschluss aufnehmen sollen, dass wir in den Vertrag, dass wir nur gesellschaftsfähige Beschlüsse nach 8 Stunden Schlaf fällen oder so. Ja. Ich fühle mich gerade nicht mehr, als könnte ich eine richtig sinnvolle Entscheidung treffen. Ja, ich auch nicht. Einmal von links noch, aber den letzten Paragraph, den habe ich sowieso nicht verstanden. Ey, du hast noch richtig zugehört. Ich finde, du warst noch richtig. Den letzten Paragraph nicht mehr. Naja. Hi, wir sind's wieder, Aline und Steffi. Wir waren gerade beim Viewmaster vom Marketing Club in Hannover. Steffi hat hier einen Pitch gehalten im Petscher Kutscher. Was? Petscher Kutscher Stil? Petscher Kutscher Stil, schwieriges Wort. Und es war richtig cool, oder was sagst du? Es hat richtig Spaß gemacht, das war auch eine Herausforderung, weil ich das halt zum ersten Mal gemacht habe. Und ja, das Feedback war schön, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Mein Name ist Stefanie, ich bin Mitbegründerin und CEO von Feo Sint. Wir hatten heute unser Team-Meeting, weil wir es doch wichtig finden, dass wir eine gemeinsame Kommunikationsbasis haben als 4 Mitglieder bei Feo Sint. Und wir haben heute wieder über unsere Erwartungshaltung und Vorstellung gesprochen, dass wir immer noch alle wir 4 committed sind zu Feo Sint. Das ist doch immer recht wichtig, ne, weil man immer auch schauen muss, wie läuft das privat, wie vereinbar ist das mit dem Beruflichen. Und es ist einfach immer wieder schön zu hören, dass wir da alle immer noch auf dem gleichen Weg sind und die gleiche Vision haben. Genau. Genau. Und was wir zusätzlich gemacht haben, wir haben uns ein paar Klamotten bestellt, um ein bisschen Merch zu haben, damit wir unser Logo auf unsere Kleidung drucken können, damit es für Events ein bisschen schöner aussieht. Wir sind ja noch dabei, unser Logo ein bisschen anzupassen, aber die Kleidung brauchen wir schon mal. Und da haben wir gerade ein bisschen was anprobiert. Das könnt ihr nochmal sehen. Ja, wir sind auch schon total neugierig, wie unser Logo sein wird. Das werden wir euch dann auch nochmal dann zeigen und auch den Vorher-Nachher-Vergleich mal zeigen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ne? Genau. Gut. Peace out!